Hallo und herzlich willkommen zu Teil 72 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Diamonds are a girl's best friend. Das Girl sind wir los, das war nämlich die Gracie. Ah, wo wir bei Gracie sind, lesen... Oh nein, 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 Motorrad. Lesen wir da doch direkt mal was von Brucie. Ja, also die Dame ist wieder bei Daddy, aber die Diamanten sind weg. Höchst ärgerlich. Wir könnten Brucie mal anrufen und ein Rennen fahren. Warum nicht? Protz, Weiber und Kohle, bist du nicht unterwegs? Denn da treibe ich mich gerade rum, Brucie. Konnte ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, an diese Nachricht. Rennen. Hey Bruce, you know of any races? Nicky, I got another one for you. It's a joy to land one. I love you, man. The race is through South Alderney. Yeah. Oh. Push it to the limit and take it to the top. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, mit dem Maschinchen jetzt das Rennen zu fahren, aber ich werde es probieren. Ich frage mich ja, ob die Rennen immer so halbwegs in der Nähe des Ortes stattfinden, von dem aus man anruft, oder ob das jetzt Zufall ist. Müsste ja auf jeden Fall halbwegs in der Nähe sein, hoffe ich mal. Das sieht doch gut aus. Oh, es sind schon flotte Wagen, die da mit am Start sind, teilweise. Nicht alle, aber einige. Oh, guter Start. Hammer. Hammer. Uiuiuiuiui. Krass. Das hatten wir auch noch nicht. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt noch eine Chance haben, die einzuholen. Also einen haben wir ja schon eingeholt. Es werden auch noch Rennteilnehmer sein. So, einer noch vor uns. Oh! Wow, so gerade eben. Und mit anschieben von hinten. Ist aber eigentlich, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, müssten wir das doch jetzt eigentlich mit Ruhe ins Ziel fahren können. Oh, sowas zum Beispiel ist ganz übel. Ich würde behaupten, dass der angefahren ist und dann wieder stehen geblieben ist. Das war erst die erste Runde. Mann, Mann, Mann. Eieiei. Eieiei. Ich muss gestehen, dass ich mit vielen Autos besser die Kurven nehmen kann als mit dem Motorrad. Das kann man bestimmt auch besser machen, als ich es jetzt tue, aber
Übung, vermute ich mal. Üben, üben, popüben. Junge, das war nicht so toll. Moron! Ja, in der Tat. Hallo. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Irgendwie der beste Fahrer. Und die letzte Runde. Ich frage mich ja, ob das dann jetzt quasi für Brucey ausreicht, dass wir was für ihn gemacht haben. Oder ob wir eigentlich hätten ausgehen müssen mit ihm in irgendeiner Form. Ich hoffe einfach mal, dass das Rennen da reicht. Und ich finde, die Rennen sind auf jeden Fall noch so die spaßigste Art und Weise, was mit Brucey zu unternehmen. Und ich glaube, da kommt sogar noch was für uns bei rum, wenn wir die Rennen gewinnen. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wäre so. Das ist echt nicht witzig. Wie die hier fahren. Geil. Oh. Das ist ganz, ganz böse. Okay, wir sind immer noch Erster. Die fahren aber auch hervorragend. Unglaublich. So, das sollte doch jetzt wohl noch klappen. Ja, nice. Nice, nice, nice. Ja, schön. Dann würde ich sagen, fahren wir hier vorbei und da haben wir wieder den mysteriösen Auftraggeber. Direkt um die Ecke. Das bietet sich doch jetzt an als Kombi. Ich glaube, wir müssen auch tatsächlich dann mal die Munition auffrischen. Munition und kugelsichere Weste wären angesagt. Wer war das jetzt? Ah, ein Plus bei Packy? Das muss ja noch von der letzten Mission sein. Ich wüsste nicht, warum wir das sonst kriegen sollten. Selber, hey. We sell quality weapons and we know how to use them. Die hier haben wir. So, mehr geht nicht. Und jetzt gucken wir noch mal. Ja. Ah, okay, da haben wir schon das Maximum. Stay safe, stay Second Amendment. Okay, dann auf zum Auftraggeber. Das ist, glaube ich, die gleiche Telefonzelle wie beim ersten Mal, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dead End.
Ach, wir rufen ihn an. Nee, beim ersten Mal hat der angerufen, oder? Ich meine schon. Hey, you got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target is in Alderney City. You're being relied on to eliminate it. Alles klar, machen wir. Hoffe ich. Ah, Leute, echt jetzt. Das muss nicht sein. Stelle die Zielperson und schalte sie aus. Interessant. Wer ist es denn? Das ist natürlich ein bisschen doof. Im Prinzip bin ich von der falschen Richtung gekommen. Nico? Okay. Es war ja jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, schön. Damn. Hallo? Was geht denn hier ab? Ich sehe gerade unten links ist das Briefzeichen. Habe ich irgendwie noch eine Nachricht verpasst? Packy, scheiße, Mann. Ich gehe es im Kopf immer wieder durch, aber ich kapiere verdammt nochmal nicht, was da vorhin passiert ist. Keine Diamanten, keine Frau. Fuck, trotzdem war das stark. Du bist ein verdammter Prinz. Okay. Da sage ich doch mal nicht nein. Fahren wir zum Pecorino? Bernie, der Auftraggeber. Ja, das sind so die drei Möglichkeiten, ne? Ich glaube, ich gucke mir das an mit Pecorino. Immerhin haben wir uns wegen dem so schick gemacht. Und Rennen und Auftraggebermissionen gingen jetzt dermaßen schnell, dass, ja, wir sind natürlich in Sachen... Eieiei, also unsere Lebensenergie und unsere kugelsichere Weste sind schon wieder arg in Mitleidenschaft gezogen. Oh. Hey Nico, I got a line on this guy who can set me up with bombs. I'm thinking you're the kind of guy who might need one every now and then. Call me. Thanks, Packy. That could be real useful. Okay. Something comes up. Okay, ja gut. Okay, alles klar. Finde ich gut, finde ich gut. Ich schaue mich gerade um, ob hier nicht irgendwo noch ein Straßenhändler was zu futtern verkauft. Dass wir wenigstens die Lebensenergie wieder ein bisschen hochpimpen können. Das sieht gerade eher schlecht aus. Schade, dass man nicht hier in alle Läden einfach rein kann. Das wäre ziemlich cool. Ah, die Mafia-Villa? Sieht ein bisschen danach aus. Eieiei, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich muss leider als allererstes mal... Oh, herrlich. Herrlich. Oh, ein Pool.
Hammer. Hammermäßig. Okay. Auf zu Jimmy Pecorino. Also ich weiß, dass er nicht so heißt, aber das wird jetzt so bleiben. Yeah? I'm here to see Mr. Pecorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him? Or maybe all three? It's okay, Mrs. B. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. To be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem, and you're gonna deal with it. Or you're not gonna deal with it, and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pecorino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is good. Boss? Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Die Diamanten? Ah, okay. Das wird interessant. Jimmy's on his way. Nico, right? Skipper said you'd be driving. The sit-down's over at the old refinery in Actor Industrial Park. Mhm. Wenn du das sagst. Ja, auf jeden Fall super. Super, dass wir so angeschlagen sind. Das ist wahrscheinlich jetzt genau die richtige Mission dafür. You guys all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses would be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Pavanos wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook! Everybody's trying to fuck everybody! We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength! It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family,
What are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. Havana's work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to ask them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Oh, uiuiuiui. Wir treiben uns immer in guter Gesellschaft herum. Watch the fucking road! Ja, ich watch ja die Road, aber die anderen nicht. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Oh mein Gott. Habe ich nicht realisiert. Okay. Interessant. Sehr interessant. Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans rump there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this stink screwed up for no good reason. Ich sehe da ganz eindeutig mal wieder die Gefahr. Dass ich die Falschen abschießen könnte. Ich bin gespannt. Es ist ja auch mal wieder nicht gerade meine Stärke, die Leute zu erkennen. Das scheinen die Guten zu sein, nicht wahr? Ja. Die Bösewitze kommen da jetzt angefahren. Oje, oje, oje. Da waren noch mehr. Noch einer. Da. Okay, das heißt, ich muss runterrennen. Oder wie? Oder was? Oh mein Gott. Wo ist er denn? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier geht's zur Sache. You took the hit. Here's the reward. Oh, you got this guy surrounded. He's a
Und da oben schießt einer. Noch mehr? Oder war es das erstmal? Das ist doch auch ein Bösewicht. Also im Moment hat mich noch gar keiner locked in. Ich merke nur gerade, dass der, glaube ich, in dem Gebäude ist, was? Wäre ich wahrscheinlich doch besser die Treppe hochgegangen, oder? Ich habe ja auch ein bisschen die Befürchtung, dass hier ein Timer läuft. Ja, genau das meinte ich. Bevor er stirbt. Das sieht nicht gut aus. I'm sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit down. Boah, könntet ihr jetzt bitte mal versuchen abzuhauen? The fucking nerve. We're gonna ice those fucks, Nico. Nein. Nein. Oh. Ich hasse das. Ganz ehrlich, ich hasse das. Oh, ich hasse das so sehr. That gift got destroyed, Mr. Pegorino. I'm sure it was real nice. Maybe you can pick up another one on creplist.net. Don't worry about it. Don't worry about that cousin of yours. He won't be in no danger sleeping in your Algonquin pad by yourself. Ich hasse das, wirklich. Ich meine, also so lange wie ich das Spiel jetzt schon spiele, hätte ich es eigentlich ahnen können, dass es nicht richtig sein kann. Zwei Mitteilungen. Oh mein Gott, ich will sie gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte wissen müssen, dass es nicht richtig ist. Broker ist gut, ne? Ja. Dass es nicht richtig ist, den Wagen zu zerstören. Aber... Also eigentlich behaupte ich oder bilde mir ein, dass das aus der Missionsbeschreibung wieder mal nicht eindeutig hervorging. We're all about conflict resolution in here, pal. Echt schade. Echt schade. Oh, Roman. Nein. Nein, bitte nicht. Oh, und wie? Unbedingt. Ja, klar, okay, natürlich. I will be with you in next hour. We have a date. I am waiting for you. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Ja, okay. Gut, also, das heißt, beim nächsten Durchgang, der aber nicht mehr in dieser Folge stattfinden wird, verfolgen wir die nur. Einfach nur ganz brav verfolgen. Jetzt suchen wir ganz brav nach einem Taxi. Bitte.
Taxi, bitte. Da, oder? Nee, ist keins. Oh mein Gott, da ist ein Taxi. Sehr gut. Sit back and enjoy the ride. Wo ist denn Roman? Da. To Albany. Thank you very much. Also das war ganz, ganz anders geplant. Okay, where to? Burger-Shot ist super. You good, cousin? I guess. You sure? Listen, man, I'm worried about you. You have to sort your life out before it ends. What does that mean? It means what it says. You can't carry on like this. Fighting a war that ended. Killing, running around like a lunatic. All this craziness. You got me into this craziness. Here, I mean. And you helped me spend the money it has made us. Sure, but it can't go on. Not forever. Yes, it can. You'll die. No, I will go on forever. This is my curse. I can do this, live this life. I cannot live another. Not now. I don't buy that bullshit. Grow up, move on, be free. At least think about it. Sure. Okay. Der Verkehr da vor der Tür, unglaublich. Those are the best burgers in Liberty City, I promise you this, cousin. It's time to go back home. Will you take me? Okay, to Albany Avenue. Okidoki, friend, here we are. So, eigentlich hatte ich darüber nachgedacht, noch mit Kate auszugehen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, die jetzt um die Uhrzeit anzurufen. Es ist definitiv zu spät, oder? Ja, 3:15, machen wir nicht. Na gut, wir haben ein Plus bei Roman, bei Bruce, sie hatten wir ein Plus, aber am Anfang der Episode ein Minus. Oh mein Gott, Moment, wir hatten noch 2 Mitteilungen. Ah. Jetzt doch nicht, oder wie? Ich raff es nicht. Okay. Gut, also speichern. Und beim nächsten Mal probieren wir es dann nochmal mit Pegorino. Und diesmal dann, ohne dass wir den Wagen, den wir verfolgen, zerstören. Na gut, ja, müssen wir mit leben. Ich sage einfach erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in Liberty City. Macht's gut. Ciao.